Wir reagieren auf APKs neues Video. Ich bin echt gespannt. Das Video nennt sich Ja, komm Junge, hör auf so tun, als ob das witzig wäre. Nee, so, wir machen es wie in der Schule. Ja, komm Junge, hör auf so zu tun, als ob das witzig ist. Du wurdest einfach gebäppelt. Gib's zu. Ja, das war der Titel, meine Damen und Herren. Ich kann nicht lesen. Ich bin ein Analphabet. Baba bene okula gündet. Cringe. So. YouTuber ABK hat nun für sein aktuelles Video einen Community Strike kassiert. Ich hab den Jungen geknackt und will gesperrt werden. Er provoziert gesperrt zu werden. ABK hat einen weiteren Strike bekommen. Oh nein! ABK versus Michael Adrian. Ja, wir verfolgen halt das Geschehen. Weil ABK ein Video gemacht hat, gibt es keine öffentliche Entschuldigung. Das hat die Folge, dass ABK jetzt eine Woche lang keine Videos oder Livestreams auf seinem Kanal veröffentlicht. Erstmal direkt liken, Digga. Wegen diesem sexuellen Typ hier. Einen weiteren. Gesperrt, weil er provoziert mich. Oh, geil. Videos oder Livestreams auf seinem Kanal veröffentlichen kann. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, aber Leute, was geht? Auf jeden Fall neues Video. Das war ein Baba-Intro, Digga. Jo, es geht nämlich wieder mal um ein... Warte mal. Warum müssen wir dich eigentlich tragen? Nur weil wir short sind? So? Ja, Leute. Okay. Was geht? Für mein letztes Video habe ich ja kurzfristig einen Strike kassiert gehabt, wegen pornografischer Inhalte. Ich glaube, YouTube wollte mir damit sagen, dass ich einfach zu hart gewerbert habe. Ich mag seinen Bauch. Und einfach Vergewaltigungen auf YouTube nicht erlaubt sind. Also habe ich dieses Video genommen und auf eine angemessene Seite. Ich mag's nicht, wenn ihr Videos auf Pornhub hochlädt, Digga. Hört auf damit! Mit die fruchtigen Spritzer unter euch, die mal nachts des Öfteren auf anderen Portalen... Ey, kann man auf diesen Pornoseiten Werbung schalten, Digga? Ey, dann können wir alle gesperrten Videos da hochladen, Bro. Ach du Scheiße, Mann. Ehrlich? Nein, wir machen das nicht. Weiter geht's. Unterwegs sind, werden diesem Video sicherlich auch begegnen. Aber wisst ihr, was ich so geil finde? Den ersten Strike habe ich kassiert wegen Belästigung. Den zweiten Strike wegen pornografischer Inhalte. Was kommt jetzt? Was wird der sagen? Ich hab's geschafft. Ich bin offiziell ein richtiger Nafri. Bewerbung für die Kölner Silvester nach dieses Jahr. Ich wurde schon angenommen. Wisst ihr auch, was nachgekommen ist, weil Video gestrikt wurde? Ich lag so mit. Ich sehe so, Strike wegen pornografischer Inhalte. Und ich dachte mir so, ey, Mag der Wichser, mag die. Dieser kleine Wichser, er nimmt das voll auf nicht One-Take auf und trotzdem schafft er das, diese Emotionen zu verpacken, mit dass wir alle mitlachen. Magwalla, er nimmt auch manchmal neu auf, wenn er was Falsches sagt, aber er macht das echt perfekt, Digga. Guck mal, wir haben einfach alle Dauergrenzen. Es ist es, Digga! Es ist es! Kick, die Bastarden werden bestimmt so irgendwelche Leute haben, wie die gesehen, dachten sich, boah, geil, der hat den gefickt, Alter. Und dann haben die einfach so gemeldet wegen pornografischer Inhalte. Du, aber in diesem Video soll es ja um Stay gehen. Er hat recht. Was ist Mondmerk? Du warst mal an, dir doch jetzt schwimmst du ein. Rapgott. Der YouTuber mit der Fake-Lache, der immer recht hat, oder auch bekannt als unser Poet mit LAS, will dem hier seine intelligente Sprüche raushauen, weiß aber nicht einmal, wann man Adjektive als Substantive verwendet. Das weiß ich auch nicht. Scheiße. Persönlich fand ich das zweite Video von Stell gar nicht mal so gut, dass er Argumente geliefert hat und versucht hat, die ganze Kritik mit bloßem Lachen zu überspielen. Egal, wir hören jetzt von diesem hochintelligenten Recht dazu. Kata 2 hier, das Video von ABK wurde gerade entfernt, weil wir aber... Warte, ich hätte mein Video einfach hochladen müssen, dieses 15-minütige Video. Ich schwör's dir, ich bin echt gespannt, was er daraus gemacht hat. Trotzdem alle Stays Reaktion darauf sehen wollen, habe ich das Video von ABK unkenntlich gemacht. Ich bin es gewohnt, auch Spiegel TV, weil die Doku über mich machen, Silvesternacht, alles, werde ich immer unkenntlich gemacht, ist gar kein Problem, man erkennt mich trotzdem. Das Ganze, was jetzt Michael Adrian mir angetan hat, diese Strike-Sache, hat er so gesehen relativiert. Der Michael Adrian hat ein Recht auf den ABK zu Strike. Aber jetzt auf einmal, wo der gesehen hat, dass mein Video so gesperrt wurde, dies, das, kriegt der richtig Eierflattern, direkt sein Video zensieren und trotzdem Hochladen-Reaktion.
Es ist, wie es ist. Eigentum, ja, als hast du Schuss bekommen, ne? Wir bleiben aber freundlich, ich sage ganz ehrlich, ich will niemanden persönlich angreifen, das ist nicht meine Intention. Wir lassen. Meine Reaktion zu diesem Video kennt ihr schon, Chat. Ich bin ruhig und lass ABK reden und klippen, wir rippen einfach so die Klicks. Lass uns also nicht provozieren mit Beleidigungen, wir machen sowas nicht. Wenn du doch jetzt deiner aufgesetzten Professionalität wie sonst immer nachkämst, dann wäre doch jetzt so eine Vorwarnung gar nicht nötig. Das ist doch klar, dass sich ein Stay nicht provozieren lässt oder so. Hab ich dich irgendwie getriggert, so wie ihr sagt? Bin ich gerade bei einer Großfamilie oder bei einem seriösen Netzwerk? Das Netzwerk hat dich gefragt, die Probleme telefonisch zu klären und das... Also Chat, ich muss mir auf jeden Fall eine Brille kaufen für den Stream. Aber man kann ihn so lustig parodieren. Immer wenn er lacht, kriegt er immer voll die Tränen, seine Brille ist beschlagen und so. Ich muss mir eine Brille kaufen. Das ist unprofessionell. Also ich würde behaupten... Das ist... professionell und ach wirklich, so war das und ich bin ein Schlaumeier und ich habe auch gerappt vor 3 Jahren. Ich wollte eigentlich Rapper werden, hat aber nicht geklappt. YouTube ist ein Kindergarten, lad aber meine Highlights auf den Zeitkanal, auf meinen Eierkanal auch. Stay baby. Oppen, die zeigt, dass die bereit sind, mit dir zu sprechen, um zukünftige Probleme mit Strikes und Claims zu klären. Ich hätte nicht gedacht, dass du immer noch nicht verstehst, worum es geht. Meine Rede, ich schwör's dir, ich hätte einfach das Video nochmal neu hochladen müssen. Einfach meine 50. Egal. Ey, wisst ihr, was das Problem jetzt bei dem Typen hier ist? Ich habe extra jetzt so gemacht, weil Spucken war ja zu asozial. Ah, richtig asozial, ne? Ist doch mein PC. Das Problem bei diesem Stay ist einfach, dass er dieses Video sperren, striken für etwas Normales empfindet. Aber Fakt ist, dass es das eben nicht ist. So wie in meinem Fall. Natürlich gibt es Videos, die man sperren sollte und sperren muss. In meinem Fall war das ganz einfach immer noch Stay. Nur damit ich meine Fresse halte und nicht mal weiterrede. Bis heute kein Netzwerk, braucht man alles nicht. Ich unterstütze, was er sagt. Man braucht kein Netzwerk. Ich habe auch keinen Sack. Einfach Widerspruch. Er sagt selber noch vorhin, telefonier doch mit dem Netzwerk. Die wollen ja was mit dir klären. Aber direkt danach sagt er noch, man braucht keine Netzwerke. Warum soll ich dann aber mit einem Netzwerk telefonieren? Machen wir auf Instagram auch solidarisch, aber unterdrücken die Meinung der anderen. Ach Gott, Black Lives Matter Post zu nehmen, um dann zu sagen, dass man genauso unterdrückt wird, finde ich nicht gut. Wo habe ich gesagt, dass ich, sagen wir jetzt wie Black Lives, unterdrückt werde? An dieser Stelle wollte ich einzig und allein klarstellen, dass mich diese Doppelmoral, diese verheuchelte Scheiße von Tube One abfuckt. Aber du als ein Heuchler checkst sowas nicht. Mir ging es nämlich darum... Bro, ich glaube, er checkt das. Für so doof halte ich es da eigentlich gar nicht. Es sind einfach nur Provokationen. Es sind einfach nur Provokationen, dass weiter reagiert wird und dass man weiter seine Klicks macht. Es ist, wie es ist, Digga. Die Reaktionen kommen online, er deaktiviert überall die Kommentare, macht in den Titel Hass gegen Hass, bla 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 bla. Bro, ich kann es verstehen. Ich verstehe ihn. Er mag unsere Communities einfach nicht. Er kann uns einfach nicht leiden, Bro. Auch gegen Mert damals Distrack gemacht, dies, das, habe ich erst im Nachhinein rausgefunden. Check das auf jeden Fall bitte ab. Doch, ich halte ihn nicht so für blöd. Gott, er macht das extra. Er will so Leute wie uns loswerden, auch auf Twitch. Deswegen muss ich immer diese Highlights löschen. Gibt ja auch viele, die das alles aufnehmen, was ich sage, damit die halt auf die Situation landen, dass ich hier eigentlich gesperrt werde. Ich habe auch letztens von ihm und Unge ein Video angeguckt von Stay und Unge, was ich nicht mal so schlecht fand. Er ist nicht doof, Dicker. Er ist nicht doof. Es ist einfach ein Geschäft geworden. Wenn es noch besser für ABK ist und er halt diesen Beef verliert, also der Stay, umso besser für uns. Aber... ich glaube, das interessiert den gar nicht so krass. Es ist einfach nur im Thema sein. Genauso wie wir, wenn wir reagieren. Sagen wir solidarisch. Weil die Argumente werden doch schlau erklärt, Bruder. Man kann es doch nicht so doof stellen. Man kann doch nicht so doof sein, Bruder. Zeigen, Dinge unterstützen, aber auf der anderen Seite Dinge unterdrücken. Weil das, was die machen, ist und bleibt Meinungsmache. Ich fühle mich von Michael Adrian total ausgegrenzt. Möchte nochmal herausheben, dass Miguel Pablo über Wochen so getan hat, als wäre er homosexuell für Klicks. Und ich, lieber Stay, möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass es immer noch nichts zur Sache tut. Wird etwas vorgeworfen, dann äußere ich mich dazu, dann werde ich gesperrt. Ja, aber du äußerst dich ja dazu mit Material, das dir nicht gehört. Die Sache ist, dass ich doch nicht diesen Claim an sich kritisiere, ich kritisiere die Grundproblematik. Er macht Insta-Stories, verlinkt mich, postet in der ersten Story das, was er mir privat geschrieben hat. Das Problem ist, es ist so dumm, wenn ich dieses Video hochlade eigentlich, weil ich einfach alles, was ABK gerade sagt, auch schon in meiner Reaktion gesagt hatte. Ich hätte es einfach schon vorher hören müssen und nur hier reagieren soll, im Stream nicht hochladen. Aber wir nehmen die Klicks mit, Digga. Ich mag den zweiten Kanal. Abonniert den zweiten Kanal. Wenn ihr dieses Video gerade seht, abonniert und liked dieses Video. Kommentiert es. Immer wenn ihr das macht, pusht euer Gruppen den zweiten Kanal umso mehr. Ich finde das so süß. Fanpages kommentieren unter meinem Video. Aijan läuft nicht mehr. Er macht keine Klicks. Bro, es sind Reaktionskanäle. Es ist ein Reaktionskanal. Es ist nicht der Hauptkanal. Der macht jeden Tag 100.000 Aufrufe. Fast. Wir schalten 8-mal Werbung, weil wir endlich Werbung schalten können und die Videos grün sind. Und das ist erst der Anfang. Wartet mal ab. Einfach abwarten. Wenn ich meinen Hauptkanal wieder in den Griff kriege, weiter Videos mache, wird der zweite Kanal inshallah sogar den ersten Kanal irgendwann aufholen. Und dann will ich diese Kommentare nochmal sehen.
Ich liebe den zweiten Kanal. Wisst ihr warum? Der zweite Kanal ist so ein Baby geworden, wo nicht der ganze Rücken ist. Bei diesem zweiten Kanal ist nur 20% meines richtigen YouTube-Rückens da. Es ist immer so schön. Ich reagiere auf Leute, sage Sätze, die zu Recht sind, okay? Aber Fanboys oder Fangirls von dem Kanal, wo ich halt drauf reagiere, kommentieren. Und die denken wirklich, mich interessiert diese Meinung, wenn die das 100 Likes hat. Die denken wirklich, an meinem Leben wird sich irgendwas ändern, wenn die mir entfolgen oder das Video disliken. Desto mehr Interaktion auf dem zweiten Kanal ist, desto größer wird der Kanal, Bro. Und es ist mir scheißegal, was die Leute über mich auf dem zweiten Kanal denken. Ich mache einfach mein Geschäft. So. Und zu Recht will sich keiner mit mir streiten, weil die wissen, dass ich diesen Streit suche und auf Hauptkanal dann auspacke. Aber irgendwann passiert das safe und ich hoffe, ich verliere auch mal irgendwann einen Streit. Hauptsache, der zweite Kanal läuft, Baby. Ich bin stolz. Ich bin stolz darauf, dass der zweite Kanal läuft. Wenn ich nichts mache, guck mal, die sagen, ich ziehe mich zum Beispiel an einem Faustskills hoch. Normale Kackreaktionen auf den zweiten Kanal machen mehr Klicks als die Reaktion auf Faustskills. Denkt ihr wirklich, es geht mir da um noch mehr Reichweite, Bruder? Ich sag einfach nur meine Meinung. Es ist ein Reaktionskanal. Es ist kein Kanal, wo ich mich hinsetze, Argumente suche, vorher die Videos angucke. Das wäre dann was für Spackenbasis, Bruder. Weißt du, so mache ich das ja nicht. So mache ich das nicht auf den zweiten Kanal. Ich reagiere und lade hoch und finde es immer wirklich sehr amüsant, was die Leute da kommentieren. Für mich ist der zweite Kanal wie so ein neuer Kanal. Ich muss mich neu wieder beweisen. Oh, voll unsympathisch. Ach was. Voll. Ach was. Wenn jemand über mich was sagt, normal werden die Leute auch sagen unsympathisch. Weil man halt jahrelang eine Community hat. Bro, einmal sehe ich Kommentare, bester Mann. Dann sehe ich den selben Kommentar mit voll der Hurensohn. Es ist der Klassiker, Bruder. Für mich ist wie, ich habe neu mit YouTube angefangen. Es wird ein Krieg auf den zweiten Kanal in den Kommentaren. Ich liebe es. Ich mag den zweiten Kanal. Ich mag den zweiten Kanal. Ich mag ihn. Wir haben so krass abgewichen, Digga. Das ist unglaublich. Wir machen weiter mit dem Video. Hat, verlinkt mich 20 Mal in Instagram-Stories, ruft mich, bettelt um meine Hello, dann antworte ich dem und dann werde ich gestrikt. Es kann doch gar nicht sein, dass ich mich dann in so einem Fall nicht an seinem Bildmaterial da bedienen darf. Also wird mir quasi mein Recht darauf, mich zu äußern, zu einer Sache, die mir vorgeworfen wird, einfach so entzogen. Ich wiederhole, das ist nicht korrekt. Und ich, lieber Stay, wiederhole an dieser Stelle, dass du immer noch nichts verstanden hast. Führerstuhl. Ich weiß es noch, aus Führerstuhl. Es fehlen eigentlich noch zwei Prüfungen. Komm jetzt mit dir. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Er wird alle seine Noten zeigen, alle seine Abschlüsse zeigen. Okay, ja, du bist gleich. Hä? Warte. Entschuldigen Sie? Ja, bitte? Wüssten Sie vielleicht, wo der Sinn ist? Nee, den habe ich auch nicht gefunden. Tut mir leid, überhaupt nicht verstanden. Alles klar. Und ein Mob auf jemanden schickt genau das, was er nicht will. Ich hätte jetzt gedacht, dass er noch ein paar andere Abschlüsse zeigt. Schade. Eine Army. Also, wo hab ich denn jetzt einen Mob? Hab ich denn jetzt einen Mob? Guck mal hier. Man, ich dachte, er wird sich jetzt rechtfertigen und so, hey, ich zwing doch keinen zu schicken, zu Nachricht zu schreiben. Er pusht die Army noch mehr, Bro. Ich habe niemanden dazu auf. Ah ja! Ja, es kommt, Digga, es kommt. Wir sind Profis, Bro. Wir sind Profis! Profis! Gefordert, deine Videos zu disliken oder irgendwas zu kommentieren. Ich bin weder Vormund, noch Betreuer oder sonst eine zu verantwortende Person und stehe demnach ja! nicht. Ich liebe YouTube! YouTube ist geil! Ich liebe unsere Community, Bruder. Wallah, wir zwingen keinen sowas zu kommentieren und zu disliken. Wenn die Leute das von sich selber aus machen, was kann ich dafür, Bro? In einem juristischen Verhältnis zu der ABK Army. Trotzdem liebe ich euch, Wallah. Das finde ich echt krass, dass jetzt auf so Spendenaktionen. Ehrenmann! Ehrenmann! Ein Video wird geshitstormt und jetzt nimmt er die Einnahmen, um es zu spenden. Ehrenmann! Morgen, wenn ich mal ein YouTube-Video verlieren sollte, werde ich einen Spendeaufruf machen, wo ich meine ganze Kohle spende, hauptsächlich Leute kommentieren. Oh, John, egal was du da gemacht hast, du bist Ehre! Ehre! Das ist der Klassiker, Bro! Es ist der Klassiker! Wallah, ihr müsst das mal verfolgen. Ihr kennt das doch alle selber. Wenn jemand einen Shitstorm hat oder über irgendwas schlecht geredet wird und dann macht man was Hardcore-Positives und es ist vergessen, Bro. Aber bei Stay wird das nicht funktionieren, Digga. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Mal gucken. Du machst 1000 Euro, dann spendest Barber-Aktion. Total unsympathisch. Alle Videos über ihn online gelassen. Miguel Pablo Stadt. Ich verstehe auch gerade nicht, warum das Video ab 18 ist, ne? Weil er gegen Laptop geboxt hat? Und wenigstens zu seinem Fehler hat alle Videos online gelassen. Übrigens, gerade verglichen, jemand, der vorgibt, homosexuell zu sein, damit den Vergleich aufgesetzt sozusagen. Also guck mal, du bist nicht so wie Miguel Pablo. Miguel Pablo, der Vergleich, ja. Stay, aber eine Sache muss ich jetzt wirklich zugeben. Ich glaube, an dir ist wirklich ein echt guter Politiker verloren gegangen. Weil du hast ein krasses Talent dafür,
Dinge dermaßen falsch in den Zusammenhang zu bringen. Weißt du, was nicht clever war an der ganzen Sache? Ein Video über mich zu machen. Oh, die Drohung. Guck mal. Jetzt bin ich gespannt. Er wird den Twitch-Trigger machen. Er wird sagen, warte, wenn ich auf Twitch bin. Er wird's machen. Bin ich aber mal gespannt. Vielleicht werde ich ausradiert. Findest du witzig, ne? Warte. Ich bin aktuell leider massiver verbaler Angriff und möchte klarstellen, dass ich natürlich kein Video habe sperren lassen. Wie soll ich sowas auch machen? Denn ich habe ja nicht mal ein YouTube-Netzwerk. Jupp. Große Schnauze haben? Einen auf Besserwisser machen? Schlaumeier machen und sagen, oh, ich habe ihn eh argumentativ und dann die Kommentare abschalten und auf Twitter mi machen. Mi. Digga, man braucht nicht unbedingt ein Netzwerk, um Videos sperren zu lassen. Wisst ihr alle selber, oder? Das Video ist jetzt rausgekommen und jetzt wird heftig reingedisliked. Oh Gott, das ist halt nicht meine Community, muss ich hinzufügen. Boah, du hast die Nase gekackt. Das war sehr gut. Ich stimme in keinem Punkt, glaube ich, zu. Also jetzt Ironie hier als stilistisches Mittel einzubauen. Eher fehl am Platz. Da du das Video so beendet hast, indem du ein Resümee über mein Video gezogen hast, möchte ich das an dieser Stelle selbstverständlich gerne auch machen. Aber natürlich, so wie man mich halt kennt, auf einem qualitativ höheren Level als du. Einfach zusammenfassend zu deinem Video kann ich sagen, du hast nichts verstanden oder Katastrophe. Du hattest ein Video in 15 Minuten gemacht, Bruder. Mehr kann man auch ziemlich sagen, weil er es halt nicht mal verstanden hat, das Day. Wir wissen alle, was dahinter steckt. Nächste, gutes Video ist auf jeden Fall ganz oben in der Videoschreibung verlinkt. Checkt ABK ab, abonniert ihn. Danke für diesen Free Upload. Stay baby.